Hallo und herzlich willkommen beim Gartenkanal und zu den Gartenarbeiten im August 2024. An erster Stelle ein großes Dankeschön für all eure Kommentare auf YouTube, für all eure Nachrichten zwecks der Sturmschäden und dem heftigen Unwetter, was wir hatten. Soweit alles überstanden. Ein paar Sachen gibt es noch zum Aufräumen, aber aus dem Schlimmsten sind wir definitiv raus. Heute stehen Gartenarbeiten zum einen im Zeichen der Ernte an, zum anderen will ich ein bisschen auf die Herbstkultur eingehen, die möglich sind, die momentan bei uns im Garten wachsen. Ja, und was auch so an Ernte die letzten Tage im Garten anstand. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit diesem Video. Kommt mit! Sonnig und schwül heute, ne Opa? Schwül wie Sau. Ja. Unmöglich, ja. Kommt man ins Schwitzen. Und Durst und Durst und Trinken und Trinken, volle Bulle. Gehen wir mal zu Beginn vom Video direkt zum Mais. Der hat mich ja heute sowas von schwer überrascht. Ich bin absolut begeistert. Da steht ja einiges Wetter. Also ich kann euch mal überblenden, wie das nach dem Sturm am nächsten Tag aussah. Da war alles platt und ja, lag da. Und so wird es selbst erklären, nichts mit Mais. Der hier war aufrecht, ein paar andere auch. Ja, jetzt ist natürlich immer noch ab und an einer mal sehr platt hier auf dem Boden. Die könnte man auch rausnehmen, sage ich mal. Das ist auch der Kürbis hier ein bisschen einfacher hat. Aber vielleicht wird es noch was mit der Popcorn-Mais-Ernte hier. Das freut mich. Und wenn euch das Video freut oder gefällt, zeigt mir es gerne mit dem Däumchen nach oben. Dankeschön dafür. Vom Mais machen wir einen kleinen Sprung rüber hier zum Hochbeeten und zum Thema Herbstkultur. Und nochmal, ja, wie kann es dies Jahr anders sein? Dem Thema Schnecken ein klein wenig. Man kann es nur noch schwach erkennen, dass es hier ein bisschen dunkler ist beim Hochbeet. Was habe ich da gemacht? Ich habe hier mit Schnecksagon, so einem Schnecken-Anti-Klettermittel gestrichen. Das hat mir eine Zuschauerin mal geschenkt. Lieben Dank dafür an der Stelle. Und ja, ich wollte es mal ausprobieren und die Schnecken sollen über diese Barriere ja nicht drüber kommen. Ja, vielleicht lag es ja am spröden Holz, dass wir mehrere Oberflächen haben. Ich habe auch ja, laut Anleitung mehrmals auch immer wieder gestrichen. Aber so ganz hat es nicht geklappt und die Schnecken sind leider ja, trotzdem ins Hochbeet gekommen. Also haben wir was neben dem Kupferband, was zumindest bei mir oder bei den Hochbeeten ja, auch nicht funktioniert hat. Was in diesem Hochbeet dafür hervorragend funktioniert hat, ist der Salat. Ja, kann man ja kaum von Herbstkultur sprechen, sondern eher eine Sommerkultur. Ja, was haben wir für einen? Eichblatt konnte ich mir merken. Den Zusatz schreibe ich euch drunter. Ich finde die Sorte sehr angenehm im Geschmack. Finde, dass diese länglichen Blätter optisch auch einiges hermachen. Hier weiter oben ein bisschen spitzer sogar noch. Hier sollten wir jetzt so langsam dann ernten, immer wieder die nächsten Tage, da es sich doch jetzt schon deutlich streckt und in die Blüte gehen will. Wenn wir den Schwenk in Hochbeet Nummer 1 machen, erkennt man aber, ja, da ist noch einiges an Nachschub da. Und zumindest hier im Hochbeet ist mit den Schnecken etwas einfacher geworden, sage ich mal. Also einiges an unversehrten Pflänzchen hier. Wobei, zwei Stück waren beliebt. Aber warum die zwei angefressen sind und der Rest hier eigentlich gar nicht, naja. Man musste nicht und ich fange es erst gar nicht an zu versuchen, die Schnecken zu verstehen. Bei dem Urwald, hey, bin ich froh, dass ich die Uni entkellen habe. Wurzeln mit dem Wellenschliff abtrennen und schon erkennt man auch wieder etwas von der Erde. Hier an der Stelle werde ich dann aber mit dem Unkrautschreck gegen das Fünffingerkraut vorgehen. Damit schafft es sich noch ein bisschen leichter als mit der Krümelow-Handkelle. Wenn ihr die Uni-Erdgeräte noch nicht kennt, über den obersten Link in der Videobeschreibung kommt ihr zur Website. Ich verdiene da ein klein wenig mit, wenn ihr über die einkauft. Schaut gerne mal rein, die besten Gartenwerkzeuge der Welt. Laut Max. Bei den Tomaten im Freiland sind nebenan auch ein paar Salatpflänzchen der gleichen Sorte reingekommen. Und nochmal so Brokkoli. Ein paar der ja, Verrecklinge, sagt man bei uns, die daheim noch rumstanden. Das wird wahrscheinlich eher nichts mehr, aber ja, Versuch ist wert und den Platz hatten wir. Für die Herbstaussaat oder das Herbstanpflanzen bzw. Anbau Kohlgewächse geeignet. Natürlich ganz klassisch Grünkohl, Rosenkohl und dergleichen. Aber auch Salate. Feldsalat setzt sich bei uns ja wild aus, wissen die treuen Zuschauer vom Kanal. Wenn ihr noch kein treuer Zuschauer oder Zuschauerin seid, gerne kostenloses Abo da lassen. Wir machen weiter mit dem Radieschen.
Die haben auch vom Niederschlag ein bisschen eine auf den Deckel bekommen, aber sie stehen eigentlich ganz gut da. Wir haben hier die Sorte Eiszapfen, Opas Lieblingsradieschen, und die wurden vor so circa 10 Tagen ausgesät. Nochmal aussehen wollen wir auch was. Und die Herbstaussaaten jetzt im August. Ja, Radieschen mal ganz klassisch. Mairübchen kann man probieren. Könnt auch nochmal eine späte Aussaat, rote Beete, die werden zwar nicht sehr groß, probieren. Gibt es einige Geschichten. Hier in dem Beet war ja vorher die Kamille drin, wo wir ordentlich ernten konnten die Saison. Hier durchlockere ich jetzt ein klein wenig. Nehme auch etwas von der Füllung hier raus. Mit dem Wellenschliff geht es wirklich prima und den Krümellöcher hier. Es wird aufgefüllt mit Gartenkompost. Ein gut abgelegener, sehr reifer. Man konnte es sehen, ein bisschen arg trocken. Dementsprechend wird hier gleich schon mal eingeschlemmt. Und dann füllen wir wieder auf. Und dann auch noch mal hier sachte mit dem Sprenkler schon mal befeuchten. Alles noch vor der Aussaat hier. Wir ebnen hier natürlich auch noch ein bisschen ein. Sehr wichtig, sehen wir, wenn das Gefäß hier gleich am späteren Standort steht und in der späteren Stellung, wo das Wasser gut abläuft, wo es schlecht abläuft. Nicht, dass wir hier trockene Bereiche später im Beet haben. Sehr trockenes Substrat sättigt sich natürlich auch etwas schlechter mit Wasser dann wieder. Kommt natürlich auch noch auf die verschiedenen Anteile drin. Was haben wir für ein Substrat? Ein sehr sandiges, sehr toniges, sehr lehmiges, hoher Humusanteil und so weiter. Jetzt warten wir mal 10 Minuten, bis sich das hier gut gesetzt hat, und dann sehen wir aus. Löcher sind gemacht. Immer so mit dieser Handbewegung, passender Abstand, und Saatgut wird verteilt. Und jetzt schieben wir alles vorsichtig zu. Bei Radieschen kann man so sagen, von Aussaat bis Ernte 4 Wochen auf jeden Fall einplanen. Ich würde eher sagen so 5 bis 6 Wochen. Und dementsprechend kann man das, je nachdem, wann bei einem der erste Frost kommt, auch immer wieder wöchentlich nachholen. Opa hat schon mal eine Ladung gebracht von der Bredacher. Haben wir gerade zusammengelesen. Ja, fast ein bisschen mehr als gedacht. Futter für den Kompost. Ja, hätte auch Futter für uns sein können. Aber so ist es nun mal, kann man nichts machen. Da machen wir es nicht. Nochmal so viel. Ja, ja. Nochmal so viel, sagt der Opa, mindestens. Gut, rein damit. Was ich echt goldig finde beim Opa ist, er möchte, dass wir immer zu zweit die Sachen lupfen, dass ich mich nicht überhebe. Naja, schätze ich die Gefahr ja bei ihm ein bisschen größer ein. Oma, ihr Wahlspruch, Leitmotto ist ja nie leer laufen, macht Opa jetzt auch. Ah, wo bleibt der Max? Es hängt tatsächlich noch was auf dem Baum drauf. Auch wenn ihr es jetzt nochmal zusammengesammelt sehen könnt. Joa. Tut weh, wie gesagt. Dennoch ist etwas auf den Bäumen. Den obersten Kronbereich hat es übrigens am stärksten getroffen. Hier unten schaut das teilweise doch noch wirklich prima aus. Bis auf die Ziegen vom Nachbar, die hier abfressen. Aber ja, wir freuen uns. Bredacher, ein toller Apfel. Nochmal eine ganze Schubkarre hier ist zusammengekommen. Großes Problem, schon nach ein paar Tagen haben wirklich viele Äpfel hier einen deutlichen Stich bekommen, sind faulig geworden. Also das Fallobst hat hier wirklich in diesem Sonderfall keine lange Lagerfähigkeit. Hat es normal auch so nicht, aber die Geschichte hier ist echt sehr auffällig. Allzu mächtig sollte die Apfelschicht natürlich nicht werden, ne? Und dementsprechend immer wieder auch mit anderem Material ruhig durchmischen. Wir haben jetzt hier so 30, 40 cm Apfel, passt. Die Zwetschgen, nicht Pflaumen, Zwetschgenernte geht weiter, wie man sehen kann. Von dem Bäumchen da haben wir auch schon mal geerntet vor ein paar Tagen. Und? Wurmig oder nicht wurmig? Jeder ohne. Schauen wir mal. Ah, ist Luder. Ja, und wurmig. Ah, so ein Schlawiner, ha? Ja. Und bei mir? Du hast das Gleiche, ja, ja. Du guck noch, der gleiche Scheiß her, überlege mal. Aber immer bei dem Baum, immer, ja, sind da einige wurmig. Ja. So, Opa, wieso ist diese Zwetschge da vorne bei der Hütte
In der Regel immer wurmig oder zur Hälfte, auf jeden Fall wurmig. Das weiß ich und nicht. Und die hier sind nicht wurmig, das, oder so das, gut wie nie. Der Teufel weiß. Der Teufel weiß es. Ich weiß es nicht. Teufel, lass mal einen Kommentar da bitte. Ich weiß es nicht, wie das, wie das herkommt. Die Teigige verschwinden lassen. Ja, die schimmliche und ganz, ganz weiche weg. Ja. Ja, mich würde es aber mal interessieren, warum. Ja, da muss ich einen Fachmann fragen. Wir kennen ja auch die Sorte hier nicht, muss man dazu sagen. Aber ein Zuschauer hat gemeint, ich lese alle eure Kommentare in der Regel. Es könnte eine Hausfeige sein, die Hauszwetschge. Und die heißt tatsächlich so, die Sorte, Hauszwetschge. Ja. Eine Hausfeige, sage ich schon. Hauszwetschge, Sorte Hauszwetschge. Ja, ja. Also ich weiß es nicht. Und das ist komisch. Das ist halt eine Zucht von früher, ne? Die Leute waren für Jahre blöd, oder? Neu waren sie nicht, denke ich. Normal tut man Zwetschgen mit der Leiter ernten, gell? Aber ich schüttel sie halt, gell? Weil es ist bequemer. Es bietet sich ja heute an. Ja, ja. Wenn es einzelne sind, tue ich ja auch mit dem Brecher, ne? Ja, dann mit dem Brecher. Aber das hat so viel, da kann ich schütteln. Und dann sind wir lesen. Vorsichtig schütteln. Geht zum schnellsten. So, bitte. Also ein schöner Aschsucher. Opa im Zwetschgehagel. So. Eins muss man natürlich noch dazu sagen, wenn man sie so runterschüttelt, sie kriegen den Aufprall auf dem Boden ab, sollte man sie natürlich gleich verwenden. Mit Lagerfähigkeit ist schon nicht mehr viel. Bei uns wäre sie halbiert, eingefroren und dann in der Regel für Zwetschgekuchen verwendet. Marmelade machen wir auch noch gern und dann eben immer wieder, wenn Saison ist, ein paar so essen. Von der Sturmernte wurde auch einiges verteilt an Freunde, Familie und Bekannte. Die haben sich ja ordentlich drüber gefreut. Viertelstunde später ist das Lager wieder voll. Der Opa hat gemeint, ich soll aufhören zu schütteln, aber da kann man doch nicht aufhören. Schaut euch das mal an. Hä? Feinste, wurmfreie Zwetschge, das hat doch was. Da haben wir nochmal die schimmligen Zwetschgen. Ja, logisch, dass das da bleibt. Auch so eingedörrtes Zeug bleibt natürlich hier. Alles, was dann so da liegt, darf die Tierwelt erfreuen. Bissel was noch da. Hab heute auch nochmal hier etwas gesägt. Geerntet haben im August bisher natürlich nicht nur Zwetschgen, wobei das jetzt schon eine ordentliche Haupternte neben Pfirsichen und Feigen darstellt. Was bei uns noch die letzten Tage dazu kam, war eine ordentliche heftige Bohnenernte und die Zwiebelhaupternte. Ja, das kriegt man schwer sauber, aber Leute, Zwiebelhaupternte, Opa, also wir hätten es eine Woche früher rausmachen müssen, ne? Hätten wir gesagt. Hat du gesagt. Ja, hat halt wieder geregnet, aber mit der Größe bin ich eigentlich zufrieden. Ist okay, die Durchschnittsgröße. Sind auch Stuttgarter Riese. Ja, also hätte ein bisschen größer sein können. Bohne, gelb sehr cool, sehr schön. Blau, wie ich sehe, von der Schnecke angefressen. Mal gucken, was da der Unterschied ist. Nochmal Sieglinde-Kartoffeln, Gurken und ein halbes Feld Basilikum. Du hast gefragt, was ich damit vorhab. Schaut euch mal die Blätter an. Schon mal Basilikum mit so Blättern gesehen? Ach so. Mit so riesigen Blättern, meine ich. Mhm. Oh, die super Aroma. Gibt's Pesto davon? Pinienkerne und Parmesan. Ein paar Tomaten gab's auch noch mal. Guck mal, selbst die Tomaten, auf die gehen sie drauf. Die nehmen wir mit, die schneiden wir aus. Die schöne. Die schöne, getigerte da. So, ich lade mal ein. Alla hopp, laden wir ein. So, Kofferraum ist voll. Einmal einkaufen im Garten. Die Menge Basilikum. So, da haben wir gut was zu essen. Bohnen sind blanchiert, gegipfelt und eingepackt. Na? Ja. Jetzt wird eingefroren. Hast du schon probiert von der, ja, noch nicht. Von der Grüne? Machen wir am Mittag. Und probieren wolltest. Heute Mittag. Und was gibt es heute Mittag? Bohnensuppe. Bohnensuppe.
Schon was drin? Ja, das ist Zwiebelgericht. Zwiebel. Knoblauch. Was haben wir noch? Brombeere wäre zur Marmelade gemacht. Ja, beim neuen XXL-Hochbeet müssen wir uns was überlegen. Beziehungsweise, ich habe die Kalebassen so ein bisschen unterschätzt. Da werden wir mal in einem der nächsten Videos näher drauf eingehen. Irgendwo hier drin stehen noch Auberginen. Und ich glaube, wir müssen da ernten. Oh ja, welch wundervolle Aubergine. Alles gut, ich weiß, dass das eine Chili ist. Die Aubergine habe ich auch gefunden. Falls mir nicht jemand glaubt, ich hole euch direkt in die Ladensicht. Man kann sie schon hier erkennen. Da ist sie. Und da haben wir Früchte. Nicht rangeklebt, ne? Und was man jetzt natürlich hier auch sagen muss, schaut mal die Kalebasse, bis da hinten zum Mais geht es schon. Habe ich auch schon mal erwähnt, wir haben jetzt halt eine Schneckenbrücke ins Hochbeet hoch. Ich versuche so gut wie einzugrenzen oder die Kalebassen abzuschneiden. Werfen wir nochmal einen Blick hier rein ins Dickicht. Ja, seht ihr sie? Hier in der Bildmitte, bei der Gurke hocken sie, da sitzen sie. Und leider auch, ja, da steigen schon Fruchtfliegen auf, haben sie die kleine Honigmelone hier zerfressen. Ja, so bekommt man Schnecken ins Hochbeet. Also, genau so. Kalebassen, eine wundervolle Brücke. Ja, weil nach wie vor, sie gehen nicht über diese Steine her. Ach, ja, so ist es halt. Bei den Naschelbirnen heißt täglich kontrollieren, wenn man so einen Vogelpicker sieht, ne, oder auch von Wespen mal, wobei in der Regel sind es zuerst die Vögel, dann kommen die Wespen. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ernten. Ernten. Jawohl. Hier nochmal Aubergine und Chili, die ist für Opa zum Vesper. Kann sich auf jeden Fall sehen lassen, ne? Du kannst, Chef. Du kannst Mäusalat essen. Ja. Du kannst Mäusalat essen. Du bist ja eher so der Eisberg-Fan, aber das darf man ja eigentlich nicht sagen, gell? Das ist ja peinlich, Opa. Eisbergsalat ist ja eher Wasser als Salat. Oh, schmeckt aber nicht schlecht, wenn er geschnitten ist. Der ja? Hat ja keinen Geschmack. Die Soße von dir schmeckt halt so gut. Ja, ja, das kommt dazu, aber der Eisberg ist schon ein guter Salat. Was hat dir an dem nicht so arg gefallen ja, bisher? Ja, er ist ein bisschen robuster, ein bisschen, gell, wenn du, ne? Mhm. Es schmeckt schon gut, aber er ist halt ein bisschen, jetzt hat er gerade noch geliefert. Er hat etwas mehr Textur. Textur heißt man das, ja. Also, Textur, ja. Oder er hat überhaupt eine. Er ist nicht schlecht, ja. Gut. Nicht schlecht heißt gut. Gebe ich mich mit zufrieden. Damit gebe ich mich zufrieden, Opa. Fürs heutige Video soll es das gewesen sein. Opa ist tatkräftig, er möchte vorne noch mal mähen, aber wir machen jetzt hier an der Stelle Schluss. Was sind eure Gartenarbeiten momentan im August? Lasst gerne einen Kommentar da. Sonst ein Feedback, Kritik, Fragen und so weiter. Alles wie immer unten in die Kommentare. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch ganz viel Erfolg bei euren Projekten. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und...